Zu wenig Konkretes, Sätze wie aus dem Phrasengenerator, wie eine zu lang gewordene Twitter-Botschaft, es fehlt der große Wurf. In dieser Kritik an der grün-schwarzen Regierungserklärung waren sich die drei Oppositionsparteien einig. Damit hört es aber auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten. Die AfD warf dem Ministerpräsidenten Empathielosigkeit gegenüber den Flutopfern von Braunsbach vor. Während für echte wie auch für nur vermeintliche Flüchtlinge aus fernen Ländern, die zu nicht geringem Teil illegal und unkontrolliert in unser Land einreisen, ad hoc Hunderte von Millionen bereitgestellt werden, sprich hier kann der Kaiser mit dem Geldsack offenbar sehr wohl und sehr schnell daherkommen, nur am Rande, woher kommt dieses Geld eigentlich und wer hat es erwirtschaftet, fehlt für den Fall, dass die eigene Bevölkerung von einer schweren Katastrophe getroffen wird, genau die Empathie, die man Migranten aus fernen Ländern offenbar undifferenziert und auch unlimitiert gegenüberbringt. Eine Aussage, die der Ministerpräsident als einfach nur schäbig bezeichnete. Die AfD ihrerseits gab sich als Opfer politischer Gewalt. Wir als AfD-Mitglieder teilen die Sorge vor politisch motivierten Gewalttaten. Wir sind aber auch besorgt über Ihr eingeschränktes Sehvermögen, Herr Ministerpräsident, denn auf dem linken Auge sind Sie blind. Übrigens ebenso wie die Medienöffentlichkeit dieses Landes. Zwar gab es auch inhaltliche Kritik, doch der Fraktionsvorsitzende Jörg Meuthen nutzte die Ansprache auch, um seine eigene Partei zu thematisieren und um Angriffe gegen die anderen Oppositionsparteien zu fahren. Das kam im Landtag nicht gut an. Den Titel Oppositionsführer muss man sich in diesem Hause erwerben. Er wird nicht verliehen. Diesen Titel, den muss man sich durch harte Arbeit, durch gute Reden, durch Inhalte erarbeiten, Herr Kollege. Herr Kollege Meuthen, gestatten Sie mir einen Satz an dieser Stelle. Wissen Sie, ich gehe davon aus, dass Ihr Beitrag weit unter Ihren Fähigkeiten lag. Und ich will Ihnen wirklich sagen, also diese Beiträge, einerseits in der Überheblichkeit, andererseits in der Belehrung, würde ich einfach empfehlen, gehen Sie auf die Chancen, auf die Inhalte ein. Wir werden dieses Spiel der Märtyrerrolle und Opferrolle, in die Sie sich ständig begeben, nicht mitmachen. Das werden wir nicht mitmachen, das sage ich Ihnen. Und deshalb ist es auch bemerkenswert, mit welcher Selbstgerechtigkeit und Aufgeblasenheit Sie am heutigen Tag hier aufgetreten sind. Und im Grunde nur in weinerlichem Ton über sich selber geredet haben. Das ist kein Beitrag zur Zukunft des Landes Baden-Württemberg. Die Zukunft des Landes gestalten wollen Grüne und CDU. Die CDU sieht sich auch durch langjährige Regierungsverantwortung bestens gerüstet. Dieser Koalitionsvertrag ist ein Dokument der Zukunftsfähigkeit für unser Land. Und genau in diesem Sinne werden wir, von manchen als ungewollt beschriebene Koalition, eine Koalition der ungeahnten Möglichkeiten machen. Dazu starten wir heute, liebe Freundinnen und Freunde. Da hat er völlig recht, denn im Koalitionsvertrag und in der Regierungserklärung war nichts drin. Also diese ungeahnten Möglichkeiten, die sind zu entwickeln im Laufe dieser Legislaturperiode. Denn in der Tat, es sind vielfach Worthülsen. Die Regierungserklärung verweile im Ungefähren. Es würde mehr geprüft als gehandelt. Und vor allem, die CDU habe sich über den Tisch ziehen lassen. Alles bis auf die Innenpolitik sei grün. Diese dafür sei schwarz. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch sieht zwischen CDU und Grünen wenig Verbindendes und im Koalitionsvertrag zu wenig Konkretes. Wenn wir vielleicht in einigen Jahren mal die Frage stellen, was ist denn von einer Regierung aus Grünen und CDU in diesem Land gestaltet und geschaffen worden, dann wird es natürlich, egal ob für Journalisten oder für die Öffentlichkeit, äußerst schwierig werden. Weil wie wollen Sie denn Lehrformen, Phrasen und Worthülsen auf Umsetzung überprüfen? Als solide, aber keine spektakuläre Grundlage für die Gestaltung der Zukunft des Landes bezeichnete Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Koalitionsvertrag. Sein Parteikollege Andreas Schwarz stellte vor allem eines heraus. Meine Fraktion sieht sich als ein verlässlicher Partner für alle Teile der Gesellschaft in Baden-Württemberg. Die Menschen in unserem Land können sich auf uns Grüne verlassen. Und das hat man jetzt erst aktuell bei der Hochwasserkatastrophe, bei den schlimmen Unwetterereignissen gemerkt.
Mut, Herausforderung, aber auch Verlässlichkeit für die Regierungsparteien. Zu wenig Konkretes, zu wenig Verbindendes für die Opposition. Koalitionsvertrag und Regierungserklärungen stießen im Landtag wie erwartet auf ein geteiltes Echo.